Dieser Englischkursus heißt I'm so glad. Ich bin so glad. This is a dog. Dies ist eine Dogge. Bitte achten Sie auch genau auf die Aussprache. I was sitting with my girlfriend naked on a sofa. Meine Freundin und ich neckten uns auf dem Sofa. In the room comes Aunt Mary. Meine Tante Maria ahnte etwas. I gave her a kiss right in the face. Ich drückte ihr ein Kissen genau ins Gesicht. She said, humph. Sie sagte, humph, das lässt sich nicht übersetzen. Zweiter Teil, Peter, Paul and Mary. Peter, Paul und Maria. Peter, Paul and Mary are planning a bank robbery. Peter, Paul und Maria planen einen Banküberfall. They meet at 2 o'clock. Sie treffen sich um 2 Uhr. Hello, Peter. Hallo, Peter. Hello, Bloody Mary. Hallo, blöde Maria. Hello, Paul. You are again the latest. Hallo, Paul. Du bist mal wieder das Allerletzte. The latest, das ist ein Ausdruck der Umgangssprache. In England wird sehr viel Umgangssprache gesprochen. Und Peter trifft jetzt die letzten Vorbereitungen für den Bankraub. Hello, partners. Have you your guns thereby? Hallo, Geschäftsfreunde. Habt eure Pistolen dabei? Egg free light. Ei freilicht. Okay, then let's go in this damn bank, get that whole money stuff and shoot the shit out of everybody with our fucking bang bang machine guns. Vamos.